Willkommen zurück zu Legend of Zelda, Majora's Mask. Wir müssen jetzt in den Norden der Stadt und müssen dort das Deku-Spiel schon mal vorbereiten. Jawohl, ja. So, aber als erstes... Ja, komm, das machen wir noch schnell. Als erstes möchte ich bitte kurz ein Bild schießen. Ah, geht natürlich jetzt nicht, ne? So, ich würde gerne direkt den Deku auswählen. So. Einmal bitte Tingle auf den Boden der Tatsachen holen. So, und fotografieren. Ja, fotografieren funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das dauert immer ein bisschen. Nein, möchte ich nicht behalten. Bleib mal stehen, Tingle. Mach mal die Augen auf und bleib stehen. Ja, das ist ein schönes Foto. Das ist ein schönes Foto. So ein Foto habe ich auch von mir. Ja, komm, ich will es behalten. Hoffentlich klappt das. So, einmal in den Deku verwandeln und... Huch. Und nicht auf die Schräge raufkommen. So, wir haben jetzt schon 8 Uhr. Das heißt, ich muss mich mal langsam ein bisschen beeilen. So. Zack. Mein Handy klingelt. Und ich kann jetzt gerade nicht rangehen. Das ist wieder Majora's Mask. Leute. Okay. Alles klar. Oh, wie wär's, Kindchen? Ein Spiel kostet 10 Rubine. Also gut, benutze diese Deku-Blume. Viel Spaß. Schaffst du es innerhalb der aktuellen Bestzeit, alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorüber. Der heutige Rekord liegt bei 1,15. Versuche in noch kürzerer Zeit, alle Rubine zu schaffen. Gut, ich will in die Deku-Blume. So. Alles klar. Sobald wir aus der Deku-Blume rausgehen, geht das los. Freunde, das Spiel ist nicht einfach. Am ersten Tag ist es noch recht einfach. Allerdings auch wirklich nur am ersten Tag. So, ich warte, bis die Plattform oben ist. Jetzt. So, schweben wir hier in die Mitte. Immer versuchen, den kürzesten Weg zu bekommen. Dann geht auch nichts schief. Und ich würde gerne auf die Plattform darüber. Zack. Oh, das war sehr wagemutig. So. Dann geht's darüber. Ich hasse dieses Spiel. Sorry. Aber das ist was bei Majora's Mask. Das mache ich überhaupt nicht gerne. So, wir dürfen wirklich nur auf diese Plattform. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden. Und ich hoffe, ich schaffe das bis darüber. Komm. Das schaffen wir. Nein, fang bloß nicht an zu flattern. Nein! Oh, nö. Oh, Leute. So. Ja. Ich würde es gerne nochmal versuchen. So. Und diesmal bitte etwas andere Taktik. Ich gehe jetzt als erstes dahin. So. Zack. So. Als nächstes gehe ich dahin. So, so viel ist schon mal sicher. Dann gehe ich als nächstes dahin. So. 5 Rubine. Hätten wir also schon mal. So, und jetzt gehen wir zurück. Und das reicht auf jeden Fall. Von hier aus geht's nach da. So. Von hier aus, jetzt müssen wir uns langsam beeilen, geht's nach da. Oh Gott, noch 15 Sekunden, Leute. Ach. Komm, geh doch rein. Geh doch rein. Oh Mann. Und zack. Komm. Jawohl.
Sehr schön, Leute. Sehr schön. So, wir bekommen jetzt 50 Rubine. Am letzten Tag bekommen wir dann ein, am letzten Tag bekommen wir dann ein Herzteil. So, ich verwandle mich schon mal zurück. Hol mir schon mal die Hasenohren und die Ocarina. Denn wir müssen jetzt nochmal kurz in den Sumpf. Oh Gott. So. Jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Bis 1925 kann ich, glaube ich, jetzt aufnehmen. Da könnten wir sogar noch alles schaffen. Milchstraße, Dämmerwald, Sümpfe des Vergessens. Ja. So. Hoffen wir, dass das jetzt mit dem Bild von Tingle klappt. Denn dann bekommt man noch ein Herzteil. Und dann fehlt nur noch eins. Ja, im Sumpf ist halt wieder tote Hose, weil wir uns ja in der Zeit zurückgespielt haben. So, die Frage ist, habe ich jetzt eigentlich schon zwei Flaschen? Nee, ich habe erst eine Flasche. Wo bekommen wir die zweite Flasche denn her? Ich muss jetzt gerade echt überlegen, wo bekommen wir denn eine zweite Flasche her? Ach ja, genau. Ja. So. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ja, hier. Was? Das ist mein Sohn. Beschäftigt er sich noch immer mit diesem Schwachsinn? Ach, wie erniedrigend. Dieser Kerl, das ist mein Sohn. Wie kann man sich in seinem Alter noch als noch so kindisch aufführen? Vielleicht habe ich ihn zu sehr verwöhnt. Aber er ist wirklich ein gutherziges Kind. Herzlichen Dank für all die Mühe. Dies ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, und jetzt bekommen wir ein Herzteil. So, wenn wir ein Bild vom, wenn wir ein Bild von, dem Deku-König abgeben, bekommen wir auch ein Herzteil, weil das ja als Mensch richtig schwer ist, ein Bild vom Deku-König zu machen, weil wir ja eigentlich da nicht rein können. Allerdings, wir sind ja kein gewöhnlicher Mensch, wir sind ja Link und können uns in einen Deku verwandeln. So. Und ich würde sagen, wir können dann, wenn ich das jetzt noch schaffe, im nächsten Part schon in den Pig Hibernia Tempel. Im nächsten Part können wir schon in den Pig Hibernia Tempel. So, piss dich. So. Und den dritten Tempel vorzubereiten wird ein bisschen schwieriger als den zweiten Tempel und den ersten Tempel vorzubereiten. Denn das dauert alles ein bisschen länger. Und, ja. Zack. Erstmal da rein. So. Reden wir mal mit dem Typen. Kleiner, alles klar? Willst du mal spielen? Ein Spiel kostet 20 Rubine. Die Regeln sind einfach. Siehst du die Ziele da und da musst du drauf schießen. Aber ordentlich treffen, mehr nicht. Wenn du nicht richtig mit dem Analogstick zielst, triffst du überhaupt nicht. Hast du das verstanden, Kleiner? Ja, natürlich habe ich das verstanden. Also, das ist meine Lieblingsschießbude von allen Zelda-Schießbuden. Ah. Sehr schön. Jetzt kommen die Raben. So, und jedes Mal, wenn wir diese Raben getötet haben, kommt ein Wolf, den wir treffen sollten, weil der bringt uns 100 Punkte. Na komm, dich kriege ich noch. Scheiße. Dich kriege ich aber noch. So, so, so. So, komm schon. Dich kriege ich. Einmal und zweimal. So. Ach, fuck, Mann. Naja, noch geht's ja um kein Herzteil. So, jetzt kommt der Wolf wieder. Ach, fuck, Mann. Oh, komm raus. So. Dich krieg ich. Oh, fuck, Mann. Jetzt müssen sie von links wieder kommen.
Ach Gott, ey. Das ist eine meiner schlechtesten Runden ever. Okay, komm raus. Ja, eine meiner schlechtesten Runden ever. So, verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Fast hättest du es ja geschafft. Na, immerhin, da hast du. Jetzt bekommen wir einen extra Versuch. So. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen weniger sprechen. Dann funktioniert das auch etwas besser. So. So, du bist der Nächste. Und jetzt ihr drei. So. Den da oben hebe ich mir mal kurz auf. Fuck, Mann. Na. Ah. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Ey, jetzt lasse ich wieder nach. So. Denkt mal dran, dass wir den da oben auch noch treffen müssen. Zack. Ah, links. So. Jetzt kommt er wieder. Und dich treffe ich auch noch. Puh. Puh. Perfekt. Oh Gott. Jetzt müssen wir es ein kleines bisschen schneller gleich schaffen, damit wir mehr Punkte bekommen. Das kann man so lassen. Perfekt. Da ist der Kleiner. Jawohl, jetzt haben wir den Riesenköcher. Jetzt können wir bis zu 50 Pfeile führen. So, 2210 Punkte hatten wir jetzt, glaube ich. So, und wenn wir 2500 Punkte schaffen, also wenn wir das jetzt alles in einer recht schnell schaffen, dann bekommen wir ein Herzteil. So. Ah, diese Steuerung am Emulator ist echt schwammig. So. So, 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 so. Und du bist der Nächste. Jetzt kommt ihr dran und du und du. So. Nein! Ah, links jetzt wieder, ne? Komm schon. Einmal. Und zweimal. Jawohl. Das könnte jetzt sogar reichen. Ne? Dumm. Dumm, dumm, nee. Nee, 2500 waren das nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ah, 2300 kriegen wir. So. Das kann man so lassen, perfekt. Da ist der Kleiner. Jawohl, wir bekommen das Herzteil. Ey, du sagst deinen Freien sollen, können sie kommen. Jawohl, Leute. Jawohl. Oh, hier im Haus wird gebohrt. Ist mal was ganz Neues. Also den Art von Krach, den kann man noch verkraften, so einigermaßen. Aber, ne? Ihr wisst Bescheid. Lal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 a. Pfiou. So.
Bergsiedlung. Wir laufen jetzt erstmal Richtung Pik Hibernia und zwar geht es da in diese Richtung. So, dann kann ich mich da ausloggen, wollte ich gerade sagen. Dann kann ich da nämlich den Part beenden. Aber ich glaube, dafür brauchen wir jetzt erstmal den Goron. La. Entschuldigung, la, la, la. So, und mit dem Goron geht das Ganze jetzt hier rüber. Und hier können wir uns später irgendwann, wenn wir einen Enterhaken haben, noch ein Herzteil holen. So. Zack. Pik Hibernia. Wir müssen dran denken, dass wir dann am zweiten Tag noch Liebling und Schätzchen machen müssen und das Deku-Spiel. Ich muss an so vieles denken in diesem Dreitageszyklus, denn das wird definitiv der stressigste Dreitageszyklus ever. So, wir aktivieren die Eule und ich verabschiede mich von euch erstmal. Bis denne, euer Mr. Nightfox. Und ich werde jetzt hier ganz kurz den Spielstand speichern. So. Und das Spiel beenden. Jo. Alles klar. Tschaußen.